Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Klocker. Schönen Montag. Nachdem am Samstag einer 36-jährigen Frau der Kinderwagen in die Bregenzer Arche gestürzt ist, geht es dem Baby mittlerweile besser. Es wurde wegen Kopfverletzungen operiert und ist laut Polizei außer Lebensgefahr. Wie geht es der Mama, Polizeisprecher Horst Spitzhofer? Die 36-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie hat einen offenen Unterschenkelbruch erlitten und beide wurden mit dem Rettungshubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen. Ein 20-jähriger Mann aus Schopanau hat das 2 Monate alte Baby dann aus der Arche gerettet. Damit dürfte er dem Baby das Leben gerettet haben. 2 Unfälle haben an diesem Wochenende für Vorarlberger tödlich geendet. Ein 51-jähriger Lauteracher prallte am Freitag bei Kressbronn in Deutschland mit seinem Motorrad frontal in einen PKW und verstarb noch an der Unfallstelle. Für einen 36-jährigen Koblacher hat ein Fahrradunfall ebenfalls tödlich geendet. Der 36-Jährige stürzte 2 Meter in einen Graben und wurde erst mehrere Stunden später gefunden. Wie der Mann gestorben ist, soll jetzt eine Obduktion klären. Rund 2000 Vorarlberger arbeiten beim Roten Kreuz. 90% davon ehrenamtlich. Dienststellenleiter Paul Kreutler mit einer Bilanz am heutigen Weltrotkreuztag. So vorarlbergweit haben wir 500.000 ehrenamtlich geleistete Stunden gemacht, wobei hier natürlich der größte Part in den Rettungsdienst und Krankentransportdienst läuft, also sprich in die Nachtdienste, die Wochenenddienste, und 30% circa gehen dann in Richtung Katastrophenvorsorge und in die anderen Leistungsbereiche des Roten Kreuzes. Auch für Nachwuchs ist in Vorarlberg gesorgt, sagt Kreutler weiter. Das freut alle Familien in Gaisau. Die Gemeinde wurde nämlich ins Familien-Plus-Programm aufgenommen. Damit hat die Gemeinde sich bereit erklärt, alle Entscheidungen im Sinne der Familien in Gaisau zu treffen. Insgesamt gibt es in Vorarlberg jetzt schon 15 Gemeinden, die bei dieser Initiative mitmachen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.